Mein Leben mit Gott begann vor jetzt beinahe 38 Jahren unter recht dramatischen Umständen, wie das ja auch in dem Einladungszettel gesagt wurde. Ich muss vorwegschicken, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr, sehr zerrissen war innerlich, wo es beinahe täglich Streit gab. Und das hat mich innerlich sehr, sehr verunsichert. Und ich bin aufgewachsen mit sehr vielen Minderwertigkeitskomplexen, mit dem Gefühl, was soll ich eigentlich in dieser Welt? Diese Dinge führten dazu, dass Kurt Puskepeleit schon sehr früh in die Kriminalität abdriftete. Im Alter von 17 Jahren planten sein älterer Bruder und er einen Überfall. Dieser misslang. Doch wenig später versuchte es der Bruder mit dessen Freunden noch einmal. Dieses Mal mit Erfolg. 3 Tage später wurden nicht nur sie, sondern auch Kurt verhaftet. Standesgemäß kurz vor dem Gefängnistor eine Zigarette angezündet. Und dann ging das eiserne Tor auf und ging wieder zu. Und dann war innerhalb von 10 Minuten nicht mehr viel von dem Mafioso übrig, als mich der erste Beamte anbrüllte, ich sollte gefälligst die Zigarette ausmachen. Und dann geht man durch eine Aufnahmeprozedur. Und nach 2 Stunden saß ich dann in einer hell erleuchteten weißen Zelle ganz alleine und da war nichts mehr, aber auch nichts mehr von dem Mafioso übrig. Da war ich nur noch ein einziges Häufchen Elend, der geheult und gejammert hat. Und dann habe ich mich versucht, am Fensterkreuz aufzuhängen mit dem Bettlaken und habe dann gemerkt, ich kann's letztlich nicht. Und wie das oft so ist, habe ich dann etwas gemacht, was viele Menschen machen, wenn es ihnen dreckig geht. Ich habe angefangen, Gott anzuklagen. Oh Gott, wie kannst du das zulassen? Und dann, so würde ich das jetzt rückblickend interpretieren, glaube ich, habe ich zum ersten Mal das Reden Gottes gehört. Damals habe ich das nicht so verstanden, aber heute würde ich es so interpretieren. Und Gott hat oft in Form von Fragen zu mir geredet und tut er heute auch noch. Und mir war damals so, als wenn irgendwo so eine Stimme in mir fragt, sag mal, wer hat dir eigentlich gesagt, dass du einbrechen sollst? Wer hat dir eigentlich gesagt, dass du dieses und jenes machen sollst? Und dann musste ich mir plötzlich eingestehen, keiner hat mir das gesagt, ich wollte das. Als er in seiner Zelle saß, erinnerte sich Kurt daran, wie er einmal in ein Bürogebäude eingebrochen war. Auch der Konfirmandenunterricht schoss ihm durch den Kopf. Und immer wieder war da diese leise Stimme, du sollst nicht stehlen. Da gestand er sich ein, dass er nicht in dieser Zelle saß, weil Gott ihn dort haben wollte. Er hatte nicht auf Gott hören wollen. Und dann muss ich sagen, dann habe ich erstmal aufgehört, Gott anzuklagen. Aber dann habe ich etwas anderes gemacht, was auch viele Menschen machen, wenn es ihnen dreckig geht. So, ich habe ein halbes Jahr erstmal in Untersuchungshaft gesessen und für einen 17-Jährigen ist das eine lange Zeit. Heute denke ich, ein halbes Jahr ist nichts. Aber wenn man 17 ist und den Sommer von einem Zellenfenster aus erlebt, oh, dann dehnen sich die Tage. Und dann habe ich versucht, so mit Gott einen Handel abzuschließen. Und dann sagte ich so, für Gott muss das sehr melodramatisch gewesen sein. Oh Gott, wenn du mich herausholst, dann will ich mich ändern. Und dann war wieder so diese Frage, wie willst du dich eigentlich ändern? Erstmal weißt du nicht, wie du dich ändern sollst. Und zweitens willst du dich auch gar nicht ändern. Und dann musste ich sagen, stimmt. Erstmal, ich weiß nicht, wie ich mich ändern soll. Und mir war schon klar, Gott ist nicht damit zufrieden, wenn ich ihm 5 Kerzen auf den Altar stelle. Und zweitens fand ich mich irgendwie dann doch auch wiederum stark. Dann habe ich mich versucht, so aus dem Blickwinkel meiner Freunde, Anführungsstrichen, zu sehen, nicht? Die sicher gedacht haben, was für ein cooler Typ ich bin. Nicht? Und dann habe ich gemerkt, nee, ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, wie ich mich ändern soll. Kurt bekam eine Haftstrafe von 1,5 Jahren. Selbstmordgedanken begleiteten ihn die ersten Wochen. Doch dann erhielt er einen Brief von einem befreundeten alten Diakon. Er enthielt unter anderem das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Nach diesem Brief war Kurt sich sicher, sein Leben mit Gottes Hilfe ändern zu können. Und das war der Moment, wo ich bereit war, zu meiner Verantwortung zu stehen und zu sagen, für all das, was in meinem Leben gelaufen ist, ist kein anderer verantwortlich als ich selber. Und das
muss ich sagen, hat mir dann geholfen, endlich zu verstehen, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Und ich hatte auch ein Gesangbuch in der Zelle und ich habe dieses Gesangbuch gelesen. Und dann war es bei diesem Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, als mir plötzlich bewusst wurde, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Deswegen heißt es in der Bibel, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Und plötzlich konnte ich das mit meinem Leben in Zusammenhang bringen, dass ich wusste, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Und das war etwas ungeheuer Befreiendes. Und lassen Sie mich aus dieser Phase noch ein anderes Erlebnis erzählen. Ich muss sagen, rückblickend weiß ich, mein Vater war in vieler Hinsicht nicht so Vater, wie eigentlich ein Vater sein soll. Er hatte sehr viele Schwächen. Aber ich kann mich an ein Erlebnis aus dieser Zeit erinnern, die mir etwas deutlich gemacht hat, von der Wesensart Gottes. Damals, als wir, wie gesagt, festgenommen wurden, und das kam dann auch in die Tageszeitungen, und da stand mein Vater an der Bushaltestelle und hinten war so eine Zeitung in einem Aushang. Und dann haben Leute davor gestanden, haben das gelesen und dann sagte der eine zum anderen, diese Schweine sollte man doch erschießen. Und dann hat sich mein Vater umgedreht und hat gesagt, das sind meine Söhne. Und ich muss sagen, das hat mich so ergriffen und das ergreift mich auch nach Jahrzehnten noch, weil das etwas ist, was das Herz Gottes zum Ausdruck bringt. Kurt plagte nun die Angst, nicht stark genug für einen wirklichen Wandel zu sein. Wieder half ihm der Diakon. Er erfuhr, dass wir im Glauben neu geboren werden. So haben wir die Chance, unser altes Leben mit all seiner Last hinter uns zu lassen. Nach 13 Monaten Haft wurde er entlassen und fand in einer Gemeinde ein neues Zuhause. Ich habe es mit Begeisterung gemacht. Für mich war das ein ungeheures Erlebnis, in diese Gemeinde zu kommen und auf einmal zu merken, ich werde wirklich geliebt. Menschen sorgen sich um mich, Menschen kümmern sich um mich. Das war für mich wie ein Stück Himmel. Natürlich habe ich nach ein paar Monaten auch gemerkt, auch da wird nur mit Wasser gekocht. Aber nichtsdestotrotz, das hat mich nie so enttäuscht, dass ich gedacht habe, ach, das ist alles nur Heuchelei, sondern bis heute habe ich zu vielen aus dieser Beziehung eine gute Gemeinde und danke ihnen immer wieder, für wie sie mich damals aufgenommen haben und was sie alles investiert haben, um mich zu ermutigen und mir geholfen haben in meinem Leben mit Gott. Ich habe dann 2 Jahre zu dieser Gemeinde gehört und dann kam mehr und mehr der Gedanke, dass ich so in den vollzeitlichen Dienst Gottes gehen sollte. Ich war damals Fabrikarbeiter und das konnte ich mir dann so gar nicht vorstellen. Ich habe 7 Jahre Schule besucht. Dachte ich, und zur Abitur kann ich nicht machen, Universität schließt sich ja aus. Für mich war damals noch so, ich habe das alles noch nicht richtig verstanden, ich dachte, wenn, dann muss man Pfarrer werden. Aber dann habe ich gehört, es gibt Bibelschulen und ich muss sagen, ich habe lange gebetet, ob das wirklich Gottes Wille ist. Und nach mehreren Monaten merkte ich auf einmal, ja, ich soll diesen Weg gehen und der Pastor der Gemeinde hat das eigentlich bestätigt. Kurt besuchte nun eine Bibelschule. Er überwand die schwere Übergangszeit von der Fabrikarbeit, wieder in einen Schulalltag zu kommen. Er überwand seine Sprechhemmungen, seine Angst, sich mitzuteilen und sein Stottern. Mit wachsendem Vertrauen in Gott akzeptierte er sich selbst auch mehr. Aber dadurch, dass ich Gott mein Leben untergeordnet habe, dass ich angefangen habe, nach dem Willen Gottes zu fragen, muss ich sagen, habe ich auch ein enormes Bildungsbedürfnis bekommen. Wie gesagt, ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen, das habe ich mit Ach und Krach geschafft. Aber nachdem ich angefangen habe, mit Gott zu leben, habe ich mehrere Fremdsprachen gelernt. Ich habe Englisch gelernt, ich habe Hebräisch gelernt, ich habe Chinesisch gelernt. Sage ich Ihnen gleich noch etwas drüber. Aber ohne Gott hätte das alles nicht stattgefunden. Ich bin dann von diesem theologischen Seminar aus in eine sozialmissionarische Arbeit nach Hamburg gegangen, die sehr, sehr herausfordernd war, weil ich
Ich hatte es sehr viel mit Drogensüchtigen zu tun, mit Strafgefangenen, mit Leuten aus der Stricherszene. Ich bin oft zu Besuchen im Gefängnis gewesen und ich weiß nicht, ob mir da noch was angehaftet hat. Bei einem der Besuche, einem der ersten Besuche, da öffnete der Beamte die Tür und meinte, ach, wir haben uns doch auch schon hier gesehen, so ganz vertraulich, als wäre ich ein Kunde von ihm gewesen. Nicht? So, ich weiß nicht, was das war. Nicht? So, das war, wie gesagt, eine sehr harte Arbeit. Wir haben auf der einen Seite wirklich Wunder erlebt, dass Menschen sich verändert haben. Wir haben aber auch erlebt, wie Menschen zugrunde gegangen sind, weil sie jede Hilfe abgelehnt haben oder dass sie sich eine Zeit lang scheinbar positiv entwickelt haben und dann wieder in dem gleichen Dreck gelandet sind. Und wenn man das mehrere Jahre gemacht hat, dann kann einen das manchmal entmutigen. Da kommt man an einen Punkt an, dass man denkt, Hat das überhaupt einen Zweck, was wir hier machen? Seine Arbeit schien für Kurt keinen nachhaltigen Effekt zu haben. Die Arbeitsgruppe war immer mehr unmotiviert. Durch Vermittlung hielt ein Mann aus Neuseeland eine Predigt in der Gemeinde. Ihm ging der Ruf voraus, prophetisch zu reden. Er hatte sofort einen Draht zu der Gruppe und beschrieb ihre innere Situation genau. Und er sollte noch mehr tun. Und dann sagt er mir als erstes, ich sollte mehr auf meine Frau hören. Ne? So, ich hatte inzwischen geheiratet. Und als zweites sagte er mir, Gott ist mit dir. Und da war ich zuerst enttäuscht. Ne? Ich dachte, oh, das habe ich ja schon in der Bibel gelesen. Ne? So, und dann ging ich nach Hause und habe eine Nacht geschlafen. Und vom nächsten Tag an merkte ich, in mir hat sich was verändert. Ich habe auf einmal wieder eine Hoffnung, wie ich sie monatelang nicht mehr gespürt habe. Und ich habe gleichzeitig gesehen, was für einen Mist wir in unserer Gruppe geredet haben. Anstatt den Leuten wirklich zu sagen, du, Gott will dein Leben verändern, bekenn endlich einmal deine Sünden, haben wir dann dahergeschwafelt über Städtebau aus göttlicher Sicht. Nicht? Leute, die abends noch nicht mal wussten, wo sie schlafen sollen. Nicht? Oder Vergleich gemacht, hochgeistigen Vergleich über den Tod des Sokrates. Und den Tod Jesu und all diesen Unsinn habe ich auf einmal gesehen, Mensch, da ist sowas schief gelaufen. Und ich habe mich an dem Punkt dann entschlossen, ich will wirklich wieder ein einfaches Evangelium verkünden, das den Menschen deutlich macht, es gibt eine Möglichkeit, sich zu verändern. Es gibt eine Möglichkeit, die Vergebung Gottes zu erfahren. Wie so viele Leute aus charismatischen Kreisen oder evangelikalen Kreisen war ich ein begeisterter Israel-Fan. Ne? Und so mein großer Traum war es, ich möchte einmal in Jerusalem leben. Aber wie gesagt, ich wollte nicht einfach etwas tun, sondern habe dann immer wieder mal Rücksprache gehalten mit meinem Leiter. Und was denkst du darüber? Und er sagt, nee, Kurt, ich denke nicht, dass das jetzt für dich dran ist. Und so nach 3-4 Jahren, da sagt er mal, ich denke, du solltest dir mal ein Jahr ausnehmen und fahr doch mal nach Israel. Und so nach 3-4 Jahren, da sagt er mal, ich denke, du solltest dir mal ein Jahr ausnehmen und fahr doch mal nach Israel. Unsere deutsche Vergangenheit, das war für mich beinahe wie eine Neurose. Also da habe ich mich beinahe zwanghaft mit auseinandergesetzt. Und dann, das mag komisch für Sie klingen, ich hatte unwahrscheinlich Mühe damit, mich in meinem Deutschsein zu akzeptieren. Da habe ich versucht, meine litauischen Vorfahren, also als Rechtfertigung, oder da habe ich versucht, mein Selbstwertgefühl ein bisschen zu stärken. Nur die Litauer waren ärgere Antisemiten als die Deutschen. Da habe ich auch gemerkt, das zieht nicht. Dann habe ich was anderes gemacht, als ich dann in Jerusalem gelebt habe. Ich habe sehr jüdisch gespielt. Ne? Ich bin dann auch zur Klagemauer gegangen und habe auf diese jüdische Art gebetet. Ne? So, und ich habe die Messusa geküsst am Jaffa-Tor. Und ich habe überlegt, wie ich zum Judentum übertreten kann, ohne Jesus zu verleugnen. Ich wollte unbedingt in das Volk der Opfer und um aus dem Tätervolk rauszukommen.
Und irgendwann dämmerte es mir dann, wenn ich das mache, fange ich ein schizophrenes Leben an. Ich versuche etwas zu sein, was ich von Geburt her nie war und auch nie sein werde. Und dann hat Gott in seiner großen Barmherzigkeit mich etwas sehr Wertvolles erkennen lassen. Und zwar steht in der Bibel, Gott schuf den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und da wurde mir plötzlich deutlich, Gott hat mich nach seinem guten Willen als Deutschen geschaffen. Ich bin nicht nur das Produkt von 12 Jahren missgeleiteter deutscher Geschichte, sondern ich bin nach Gottes Willen Deutscher, wie ein anderer nach Gottes Willen Russe ist, ein anderer nach Gottes Willen Araber und ein anderer nach Gottes Willen Grönländer. Das ist der gute Wille Gottes. Und das hatte für mich etwas ungeheuer Befreiendes, zu wissen, es ist nicht Laune der Natur, dass ich Deutscher bin, sondern ich bin nach Gottes Willen Deutscher. Aus Israel nahm Kurt viele gute Erfahrungen mit. Vor allem die, dass Deutschland sein Heimatland ist und unsere Geschichte mehr als 12 Jahre fehlgeleitete Politik. Ein Jahr später lernte er seine Frau kennen und heiratete sie. Er wurde Gemeindepastor in einer freien Gemeinde. Es war eine gesegnete Arbeit und viele Menschen kamen zum Glauben. Doch Zwistigkeiten entwickelten sich. Am Ende wurde Kurt aufgefordert zu gehen. Er war sehr erschüttert. Und so bin ich dann zur Jugend einer Mission gegangen, hier nach Bayern. Und habe dann innerhalb von einem Jahr Folgendes erlebt. Erstmal, dass mir deutlich geworden ist, Gott schaut die Motivation meines Herzens an. Ich kann mit guter Motivation etwas Falsches machen. Und dann ist mir im Laufe eines Jahres deutlich geworden, dass es mir auch persönlich an Weisheit gemangelt hat, weil ich gemerkt habe, Gott segnet ganz bestimmte Dinge, die ich mache, bin ich unsensibel geworden für das, was andere, wo andere Schwierigkeiten mit hatten und habe mich darüber hinweggesetzt. Und dann kam der Punkt, wo Gott mir gesagt hat, bekenne du deinen Schuldanteil. Und dann bin ich erstmal innerlich in die Luft gegangen. Was? Jetzt soll ich auch noch sagen, dass ich was falsch gemacht habe? Und dann war wieder so, als wenn Gott zu mir sagt, du musst das nicht tun, aber dann bin ich nicht mehr mit dir. Dann kannst du weiter religiös sein, aber ich bin nicht mehr da. Da muss ich sagen, als ich das in meinem Herzen gehört habe, dass ich, nein, das will ich nicht. Da bin ich zum nächsten Telefon gelaufen und habe den Verantwortlichen angerufen, habe meinen Schuldanteil bekannt und wir haben beide erstmal weinen müssen. 6 Wochen später war dieser Mann tot. Er war schon sehr krank zu der Zeit, als ich ihn angerufen habe. Und ich habe gemerkt, von dem Moment an war die Bitterkeit aus meinem Leben raus. Ein Jahr lang, wenn ich darüber geredet habe, habe ich gemerkt, ich konnte bis zu einem bestimmten Punkt normal darüber reden und dann kam das Gift in meiner Haltung, in meinem Herzen hoch. Dann wurde ich giftig. Und von dem Moment an, wo ich meinen Schuldanteil bekannt habe, war ich aus dem Griff der Unversöhnlichkeit befreit. Vorher habe ich mir immer ausgemalt, dass sie endlich mal kommen müssen und demütig bekennen, wie sehr sie mir Unrecht getan haben. Danach war mir das egal, erwarte ich nicht, erwarte ich auch für den letzten Tag nicht. Ich habe keinerlei Ansprüche mehr. Aber es hat den gehorsamen Schritt gefordert meinerseits, dass ich meinen Schuldanteil bekenne. Seinen eigenen Schuldanteil musste Kurt anerkennen und er tat es auch. 2 Monate später stand ihm eine schwere Prüfung bevor. Sein Bruder hat sich selbst das Leben genommen. Im Gefängnis hatten sie damals beide den gleichen Brief bekommen. Sein Bruder hatte sich jedoch gegen Gott entschieden. Kurt fühlte keinen Greuel gegen Gott. Aber es dauerte, bis er den Verlust innerlich überwunden hatte. Und dann war die nächste Erfahrung die, dass wir schon 6 Jahre verheiratet waren und wir hatten noch keine Kinder. Dann wurde meine Frau schwanger und wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich bin dann während der Schwangerschaft das erste Mal nach China gefahren, nach Taiwan zu einem Einsatz. Und dann bekam ich plötzlich einen Anruf, deine Frau ist ins Krankenhaus gekommen, es sind Komplikationen bei der Schwangerschaft aufgetreten. Und
Ich muss sagen, ich bin dann rausgelaufen da ins Feld und ich habe nur gedacht, kann denn nie was normal in deinem Leben gehen? Das denkt man ja leicht, es ist nur mich, den es trifft. Ne? Aber im Schwäbischen sagt man, unter jedem Dach wohnt ein Ach. Ne? Jeder kennt diese Lebenssituation und denkt, warum muss es mich jetzt wieder treffen? So ging es mir, aber ich habe mich sehr schnell entschlossen, ich will nicht gegen Gott rebellieren. Und ich bin dann auch so schnell wie möglich nach Deutschland zurückgefahren. Und dann war es so, dass ich die Situation scheinbar verbesserte, sich die Schwangerschaft wieder normalisierte, meine Frau nach Hause kam und plötzlich musste sie wieder ins Krankenhaus. Und dann wurden die Prognosen eigentlich immer schlimmer. Ich muss sagen, wir waren von sehr guten Freunden umgeben. Und wie gesagt, ich komme ja aus dem charismatischen Hintergrund. Da war es natürlich ganz stark, Gott wird eingreifen, Gott wird heilen. Wir bekamen solche Wörter, solche Worte, Gott wird heilen. Aber ich muss sagen, diese im Laufe der Wochen, dieses ständige Kämpfen, das hatte mich dermaßen ausgelaugt, dass ich irgendwann konnte ich einfach nicht mehr glauben. Und dann war, plötzlich kam noch der Gedanke, siehst du, weil du nicht glaubst, deswegen wird dein Kind sterben oder behindert zur Welt kommen. Und dann war es, und dann hat Gott zu mir geredet und mir wieder eine Frage gestellt, wer glaubst du eigentlich, wer ich bin? Glaubst du, dass ich jetzt noch auf dich einschlage? Und da ist mir etwas vom Wesen Gottes deutlich geworden. Gott ist mir in meiner Trauer, in meiner Not begegnet und er hat mir deutlich gemacht. Weißt du, ich weiß, wie es ist, ein Kind zu verlieren, als mein Sohn am Kreuz hing und rief, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Da hat Gott auch den Schmerz und den Verlust seines Sohnes im Herzen gespürt. Und das, muss ich sagen, hat mir geholfen, dann mit dem Tod unseres Kindes fertig zu werden. Es ist geboren und 10 Minuten später gestorben. Und das Wissen um die Auferstehung hat für mich eine ungeheure Bedeutung bekommen, dass ich wusste und bis heute weiß, ich werde Jonathan eines Tages sehen und er wird wissen, das ist mein Vater und ich werde wissen, das ist mein Sohn. Und wir werden eine gemeinsame Geschichte haben, die ist unterbrochen, die hat noch nicht stattgefunden, aber ich weiß, wir werden eine gemeinsame Geschichte haben. Nach einigen Jahren spürte Kurt eine innere Unruhe. Er wollte hinaus und Gottes Werk verrichten. Nach einem Vortrag rückte China in sein Interesse. Wenige Wochen später hatten seine Frau und er sich für den Umzug entschieden. Die Vorstellung von seiner Ankunft in China und die erlebte Realität führten zu dem, was man wohl als Kulturschock bezeichnen könnte. Dann, muss ich sagen, hat Gott sehr subtile Wege, einem etwas beizubringen. Es war so, ich habe oft die Einkäufe gemacht und wenn ich dann auf den Markt kam, dann hast du gesehen, in den Augen der Leute haben sich die Dollars gespiegelt, nicht? So, dass sie sahen, oh, ein Ausländer. Und du wurdest ständig irgendwo übers Ohr gehauen. Es waren eigentlich Minimalbeträge, aber irgendwo dieses Gefühl, dass du ständig betrogen wirst, das macht dich wütend. Und eines Tages war ich wieder auf dem Markt. Damals hatten wir schon unsere erste Tochter und ich trug sie hier vorne. Und ich hatte viel eingekauft und bin mit dem ganzen Gemüse und so und einem gewissen Zorn im Bauch, wollte ich den Markt verlassen. Und plötzlich ging mir der Schuh auf. Hat an dem Tag geregnet und ich wusste dann nicht, wohin jetzt mit dem Zeug. Ich hatte meine Kleine hier und dann stand ich da so hilflos, guckte an mir runter und plötzlich kommt dann ein Chinese, setzt sich von mir in die Hocke und knöpft mir den Schuh zu. Und ich muss Ihnen sagen, da habe ich bald angefangen zu heulen. Ne? Da ist die Wut aus meinem Herzen verschwunden, ne? Wie ein Wassertropfen in der Sonne. Ne? Das hat mich so mitgenommen. Und das waren so kleine Schritte, die mir geholfen haben,
nicht von den Chinesen zu sprechen, sondern sie eben so zu sehen, wie ich unsere eigenen Leute sehe, teilweise unangenehm, sehr angenehme Mitmenschen, ne? Und sie eben als Menschen zu sehen. Ne? Und wenn man anfängt, in einer anderen Kultur zu leben, was man da merkt, das bringt das Schlechteste in einem hervor. Da merkt man erstmal, wie viel Rassismus und wie viel Arroganz und Stolz man in seinem eigenen Herzen hat. Und das ist ein Prozess, durch den jeder geht, der sich wirklich bemüht, sich in eine andere Kultur einzuleben, dass er erstmal merkt, Mensch, uns trennt so viel. Und wie kann ich wirklich Zugang finden zu diesem Volk? Wie kann ich Zugang finden zu den Leuten? Was ich gemerkt habe, die entscheidenden Erlebnisse waren, wo ich gemerkt habe, ich darf nicht erwarten, dass sich jetzt 1,3 Milliarden Chinesen in ihrem Verhalten verändern, weil ich gnädig in ihr Land herabgekommen bin, sondern dass das gefordert ist von mir, dass ich mich auf sie einstelle, dass ich lerne, sie zu respektieren in ihrer Eigenart. Die entscheidenden Erlebnisse waren, wo ich gemerkt habe, ich darf nicht erwarten, dass sich jetzt 1,3 Milliarden Chinesen in ihrem Verhalten verändern, weil ich gnädig in ihr Land herabgekommen bin, sondern dass das gefordert ist von mir, dass ich mich auf sie einstelle, dass ich lerne, sie zu respektieren in ihrer Eigenart. Ich weiß von einem kleinen Erlebnis, wo ich sehr wütend geworden bin, weil man mir etwas verboten hat. Und dann bin ich ein paar Schritte gegangen und dann hat Gott zu mir gesagt, so gehst du nicht mit den Leuten um. Du gehst zu denen hin und entschuldigst dich für dein Verhalten. Und Sie wissen, in China ist es so, mit Gesichtsverlust ist eine ganz schlimme Sache. Und deswegen, man gibt in China selten etwas zu, nicht, dass man etwas falsch gemacht hat, weil das Gesichtsverlust ist. Aber Gott hat mir gesagt, du gehst zu den Leuten hin und sagst, dass dein Verhalten nicht richtig war. Und das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, solche Dinge, die haben mir dann geholfen, China zu lieben. Kurt begann nun seine Arbeit in China. Nach 1,5 Jahren Sprachstudium adoptierten seine Frau und er ein chinesisches Kind. Kurt bekam einen Job an der Tongxi-Universität in Shanghai und unterrichtete dort deutsche Sprache. Das ist mir also auch nicht, also am Anfang meiner Lebensbahn, ein Stammbuch geschrieben worden, dass ich mal an der Universität Deutsch unterrichte. Meine eigenen Deutschnoten wurden streng unter Verschluss gehalten. Ne? So, ich habe auch hauptsächlich Konversationsdeutsch unterrichtet, weil grammatikalisch sind die Chinesen total gut drauf, aber es fehlt ihnen an Übung. Sie können oft sehr gut lesen, dass du denkst, die sprechen perfekt Deutsch. Und wenn du ihnen eine Frage gestellt hast, die einfachste Frage, was haben sie gestern gemacht? Können Sie nicht sagen. Also, und meine Aufgabe war es im Wesentlichen, mit Ihnen Sprachübungen zu machen, dass Sie auch Deutsch anwenden können. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, als ich diese Stelle gekriegt habe, da konnte ich auch mehrere Tage vor Angst nicht schlafen, ne? Weil ich eben einige Fragen im Hinblick auf Grammatik, mit der ich immer etwas auf Kriegsfuß stand, gefürchtet habe. Und ich habe da auch peinliche Momente erlebt, wo ich dann plötzlich getan habe, als höre ich nicht richtig. Und so, weil ich bestimmte Fragen dann umgehen wollte. Nicht? So, manchmal habe ich dann meine Frau zu Hause gefragt, sag mal, wie erkläre ich Ihnen das? Aber so habe ich einige Jahre gearbeitet. Diese Arbeit machte ihm sehr viel Freude. Er hatte so auch die Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Den Schülern brachte er zum Beispiel die Bedeutung einzelner Feiertage bei. So, später habe ich dann an einer Privatschule Englisch unterrichtet. Und dort habe ich den Kindern einmal eben die Weihnachtsgeschichte erzählt und ihnen gesagt, damit sie verstehen, dass das nicht ein Märchen ist, ich habe dort gelebt und ich war oft in Bethlehem. Da meinte ein Kind, und hast du nicht vor König Herodes Angst gehabt? Nicht? So, ich wusste ja, dass ich schon ein bisschen alt aussehe, nicht? Aber mich für so alt zu halten, also ist mir doch noch nicht in den Sinn gekommen. Nicht?
So, ich habe ihn, ich habe einige Male angedeutet, dass ich Kinder habe, die sind Anina und Laura, die sind jetzt 13 und 15 Jahre alt. Nachdem unser Kind gestorben ist, unser Jonathan, haben wir keine eigenen Kinder mehr bekommen. Ich war 40 Jahre alt, als wir nach China gingen. Ich war zu alt, um zu adoptieren. Das soll sich jetzt ändern, aber damals war es noch so, wenn du keine eigenen Kinder hattest, konntest du nicht mit 40 adoptieren, warst du über das Alter hinaus. Und ich habe mich so mit innerem Schmerz schon damit abgefunden, dass wir kinderlos bleiben. Aber dann haben wir in Hongkong einige Wochen in einem Heim für ledige Mütter gearbeitet. Und als ich so diese Würmchen gesehen habe, da haben wir beide wieder so den Wunsch gehabt, doch noch Kinder zu haben. Und wir lernten dann einen Mann kennen. Durch ihn kamen wir zu einem Kinderheim in Zentralchina und hörten von der Möglichkeit, von dort aus zu adoptieren. Dann hat meine Frau im Wesentlichen die ganzen Papiere besorgt. Und so haben wir dann unsere erste Tochter Anina adoptiert. 2 Jahre später reiste Kurt nach Deutschland und seine Tochter bekam einen deutschen Pass. Zurück in China wurde ihm eine weitere Adoption angeboten. Seine Frau und er adoptierten nun ihre zweite Tochter. Bevor dieser Prozess jedoch ganz durchlaufen war, gab es dramatische Veränderungen in der Gesetzeslage. Aufgrund von Schwierigkeiten über Adoptionsbestimmungen zwischen Deutschland und China war es nun Deutschen verboten, chinesische Kinder zu adoptieren. Und dann haben wir es ein paar Mal erlebt, dass die Sozialarbeiterin zu uns kam und dann sagte: Ach, was wird deine Mama weinen, wenn du wieder zurück musst? Und ich kann Ihnen sagen, das ist wie ein Messer ins Herz. Wenn Sie gesehen hätten, wie unser Kind ausgesehen hat, als wir das aus dem Heim mitgenommen haben. Unsere Freunde dachten, die wäre schwer behindert. Die lag leblos in unseren Augen, total verkrampft. Und innerhalb von ein paar Wochen hat sich dieses Kind wieder zu einem fröhlichen, kleinen Kind zurückentwickelt. Und dann die Vorstellung, dieses Kind in dieses Elend zurückzugeben. Ich bin auf die wahnsinnigsten Gedanken gekommen. Ich habe unter anderem dann geplant, wie ich nach Russland entkommen könnte mit dem Kind. Ich hatte damals russische Bekannte, ich hatte auch ein paar tausend Dollar. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte dieses Kind nicht mehr hergegeben. Das hätte mich umgebracht. Aber ich weiß, als wir dann diese schreckliche Nachricht bekamen, dass Deutsche nicht mehr adoptieren können, dann habe ich erst mal gebetet und dann ist mir ein Bibelvers vor Augen getreten. Da spricht es von den Wellen des Meeres, die sich drohend auftürmen, aber Gott ist größer. Und daran habe ich mich ein Jahr lang, haben wir uns ein Jahr gehalten. Und meine Frau hatte immer mehr Vertrauen. Und ich dachte, sie werden uns am Ende das Kind geben. Ich hatte Phasen, wo ich einfach verzweifelt war. Wo ich nicht mehr wusste, wo ich dachte, es ist hoffnungslos, irgendwann holen sie das Kind. Und dann, dafür danke ich Gott, dann hat uns die deutsche Botschaft in Peking zum humanitären Härtefall erklärt und sind dann zum chinesischen Justizministerium gegangen und haben gesagt, die haben doch jetzt schon das Kind. Und das ist doch schrecklich für das Kind und die Familie, wenn sie diese Familie jetzt wieder trennen. Und dann hat die Frankfurter Allgemeine über uns einen Artikel geschrieben und eine chinesische Zeitung hat einen Artikel über uns geschrieben. Wir kamen also auf einmal ganz groß raus. Ich hätte gern darauf verzichtet, muss ich dabei sagen. Aber das hat uns geholfen. Am Ende ist dann eine alte chinesische Bekannte von uns zu dem entscheidenden Beamten gegangen und hat ihm gesagt, wissen Sie, die deutsche Botschaft interessiert sich für diesen Fall. Eine deutsche Tageszeitung hat über diese Familie geschrieben, eine chinesische Zeitung. Und wenn Sie dieser Familie das Kind nicht geben, dann machen Sie, dass China das Gesicht verliert. Und das war wohl das ausschlaggebende Argument. Dann nahm er den Stempel, nicht? Und dann konnten wir einen Pass beantragen für das Kind und damit dann mit Laura das Land verlassen.
Und das wenige Wissen, dahinter steht eine Adoptionsgeschichte. Und zwar war es unter der nichtjüdischen Bevölkerung üblich, wenn ein Kind geboren wurde, das wurde dann jeweils von der Hebamme zu dem Vater getragen. Und der Vater schaute sich das Kind an. Und wenn es ein behindertes Kind war oder, wie es ja auch heute noch in vielen Kulturen ist, ein Mädchen war, dann hat der Vater sich geweigert, diesem Kind einen Namen zu geben. Und dann wurde das Kind vor die Tore der Stadt getragen, niedergelegt und da starb es oder es wurde von wilden Tieren gefressen. Und nun konnte es sein, wenn jemand kein Kind hatte und er sah, wie so ein Kind hinausgetragen wurde, dann konnte er hinterhergehen. Und dann konnte er dieses Kind aufheben, nachdem es dort niedergelegt worden war, und einen Namen über diesem Kind ausrufen. Und in dem Moment gehörte dieses Kind zu dieser Familie. Die andere Familie hatte kein Anrecht mehr auf dieses Kind, sondern durch die Namensgebung war dieses Kind Teil der anderen Familie geworden. Und das sagt Gott seinem Volk in einer Situation, wo sie dachten, wir sind von Gott verlassen. Gott nimmt nicht mehr wahr, in was für einem Elend wir sind. Und da lässt Gott den Propheten sagen, so, ich habe euch bei eurem Namen gerufen, du bist mein oder ihr seid mein. Und wissen Sie, nun, wenn ich mir vor Augen führe, als ich unsere beiden Töchter das erste Mal gesehen habe, die waren nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, was sie in Anführungsstrichen liebenswürdig gemacht hätte. Die lagen beide apathisch, teilweise krank in unseren Armen. Und ich muss sagen, bei beiden Kindern, also sowohl Annina als Laura, als ich die gesehen habe, mein Herz, das war so, wie als ich damals unser eigenes Kind nach der Geburt gesehen habe. Ich wusste, das sind meine Kinder. Das werden meine Kinder sein und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Dies wurde für Kurt zu einem inneren Bild für die Liebe Gottes. Keiner von uns ist dieser Liebe würdig. Doch Gott in seiner unendlichen Gnade streckt seine Hände nach uns aus. Du bist mein Kind, ich liebe dich und du sollst auf Ewigkeit zu mir gehören. Sie können Gott begegnen und sie werden lernen müssen, sich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen, mit denen sie sich vorher nicht auseinandersetzen mussten. Aber sie werden in all dem erfahren, mein Leben hat ein Ziel. Und ich vergleiche das gerne mit einem Piloten, der einem Leitstrahl nachfliegt. Der kann selber das Ziel nicht sehen, der ist von diesem Leitstrahl abhängig. Aber der weiß, dieser Leitstrahl wird mich zu meinem Ziel führen. Und das können Sie erleben, wenn Sie Gott in Ihrem Leben Raum machen, dass in allen Nöten, die Sie noch durcherleben werden, und die bleiben Ihnen nicht erspart, keinem Menschen bleibt das erspart, dass er Not und Leid und Zeiten der Tränen durchläuft, aber Sie werden erfahren, Gott ist da. Gott führt mich auf ein großartiges Ziel hin. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wie Leute immer ängstliche Alter verschweigen und so tun, als wäre es das größte, jung zu sein. Mir macht das nichts aus, dass ich in 3 Jahren 60 werde, muss ich sagen. Ich weiß, das Schönste meines Lebens, das Beste meines Lebens liegt immer noch vor mir. Liegt immer vor mir. Ich habe viele gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Aber ich weiß, das Beste, das großartigste Erlebnis in meinem Leben, das liegt immer noch vor mir.